Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir haben immer noch ein kleines Problem. Wir kriegen den Raum dahin nicht schick. Ich bin jetzt gerade echt einfach nur am Überlegen, da noch eine Feuerschale, eine goldene, reinzustellen. Und irgendwie andere Sachen, die vielleicht schick sind. Vielleicht hier so ein Goldkachelboden. Weil Gold fancier ist als Silber. Und da machen wir jetzt noch Gold in den Boden oder so. Ich bin echt überfragt. Der Raum ist erleuchtet. aus Verzweiflung. Ich würde mal die Klos. Ja, 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 alles gut. Die würde ich mal umsetzen. Was ist denn jetzt kaputt? Okay. Ich weiß nicht, wofür ich gerade die ganze Liebe kriege. Aber ich nehme sie. Das Herbergenschild. Das können wir ja trotzdem wieder da hinhängen. Und jetzt gucken wir, dass wir hier irgendwie... keine Ahnung. Gold reinkriegen in den Boden. So als Teppich zwischen den Betten. Ich versuche echt einfach nur, jetzt diesen Stern da noch hochzukriegen. Das ist alles Verzweiflung. Malros, was sagst du? Ist das nicht fancy? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wir sind schon nah dran. Aber doch nicht da, wo wir hinwollen. Jetzt? Na, Halleluja. Dann sind das alles noch so kleine Bettvorleger. Oh, oh mein Gott. Mensch, Sinny, das neue Schlafzimmer ist ja die Wucht. Wenn die neuen Jungs kommen, fühlen die sich gleich wie zu Hause. Kann nicht leicht gewesen sein, so ein schickes Zimmer zu bauen. Nee. Aber die Jungs werden ihre Dankbarkeit deutlich zeigen, das kann ich garantieren. Du, je mehr Bergarbeiter hier einziehen, desto mehr erinnerst mich an das alte Hammerholm. Aber Bergarbeiter bedeuten auch mehr Konkurrenz und Babs Zuneigung. Aber ohne Kampf gebe ich nicht auf. Ich stauche jeden einzelnen von diesen Stumpfen zusammen, bevor ich mir Babs wegnehmen lasse. Ach Gott sei Dank, aber dieses Zimmer hier fertig. Oh. Was kann ich jetzt? Ich kann die Leuchtkästen machen. Ja, sehr gut. Geh weg. Lasst uns gucken, was wir dafür brauchen. Wahrscheinlich Glas und Gold. Würde ich jetzt mal so predikten. Geh, lass mich rein. Und? Glas und Gold. Wer hätte das denn gedacht? Okay, dann hau ich mal noch Gold in den Ofen. Ja, ich weiß, es braucht, aber... wir brauchen es auch. Ich könnte ja parallel da auch 10 anschmeißen. Und in den anderen auch. Und es gibt neues Gold, was wir direkt verfeuern können. Wir haben eine Menge, ne? Es braucht halt nur Ewigkeiten, um zu schmelzen. Aber deswegen nutzen wir jetzt alle 3 Öfen dafür. Und dann passt das schon. So. In der Zeit können wir ja die, die wir schon mal machen können, machen. Haha. 3, okay. Fehlen noch 15. Das heißt, 15 Gold müssen fertig werden. Da ist gleich schon der erste, da ist gleich der zweite. Das kann jetzt ein Ticken dauern.
Oh, ne? Ich gönn mir erstmal, ich gönn mir so lange mal hier was zu trinken. Chille ein bisschen. Ich kann ja hier mal ein bisschen aufräumen in meinem Inventar. So. Ja, aber ansonsten haben wir nicht wirklich viel zu tun. Schlafen gehen. Ich glaube, dann war ja auch einiges fertig. Die Zeit läuft für die Sachen ja weiter, was ganz gut ist. Und dann haben wir ein bisschen Gold. Ja, guck mal, 16, die sind alle fertig. Perfekt. Was will man mehr? Schlafen ist, ist ja Premium. Okay, dann können wir jetzt unsere 15... Ja, ich mache auch schon wieder Käse, ne? So, unsere 15 Lampen machen. Dann können wir die anbringen. Und dann haben wir die Bar fertig. Dann bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. So, die kam jetzt, glaube ich, hier auf jeden Fall in diese ganzen Lücken, die wir noch frei haben. Oh, sind die schön. Dann auf die Steine hier, hinten links und rechts noch. Die sehen voll toll aus. Hier drauf. Hier irgendwo. Hier drauf wahrscheinlich. Ja. Dann brauchen wir hier drin ein. Hier drin ein. Wo kommen denn die letzten 10 noch hin? Da oben. Okay. Das wird jetzt, glaube ich, lustig. Ist das von hier direkt? Ja. Also. So. Und dann hier in der Mitte die 3. Und fertig. Wir haben die Silberbar fertig. Sehr gut. Das war jetzt wichtig. Mission. Bar wurde die Silberbar abgeschlossen. Ich hoffe, damit haben wir es auch. Ja, komm hoch, Babs. Du hast endlich die Silberbar fertiggestellt. Muss schon sagen, sieht echt beeindruckend aus. Tausend Dank. Weiß mein Papa schon davon? Ich kann gar nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen, wenn er die neue Bude in voller Pracht sieht. Die ist schon schick geworden. Ist mehr so eine Poolbar, aber eigentlich ganz cool. Die Arbeiten an der Bar haben die Bergarbeiter motiviert. Sie fördern jetzt effizienter Metall zutage. Weil wir ja auch nicht genug haben, ne? Oh, Chili. Ich weiß gar nicht, wie ich den tanken soll. Meine neue Kneipe ist so verdammt schön. Starke Sache, die Silberbar ist fertig. Das sind die besten Nachrichten, die ich hier gehört habe. Babs hat versprochen, wenn Kneipe fertig, Babs tanzen. Kneipe jetzt fertig, Babs tanzen. Du dachtest doch nicht, ich hätte das vergessen, oder? Ich habe den Hammerholm-Hula heimlich jede Nacht geübt und mich auf den großen Tag gefreut, an dem ich eine heiße Sohle aufs Parkett legen kann. Ja, und deshalb lieben wir dich, Babs. Also zeigst du uns, was du drauf hast, oder was? Nee. Babs, warum? Wie konntest du uns falsche Hoffnungen machen, hä? Wie konntest du? Naja, eigentlich ist das ganz einfach. Die Bühne ist noch nicht zum Tanzen geeignet. Sobald ich eine richtige Stelle zum Abhotten? Was? Zum Abhotten habe, zeige ich euch den Tanz. Ehrenwort. Und all was auch immer. Ich habe nicht weitergelesen. Also, Gefallen erstmal abgeschlossen. Danke, Shini. Okay. Goldgräberstimmung Teil 2 abgeschlossen. Oh Gott, gibt's noch einen Teil 3? Wahrscheinlich, oder?
Oh, ich dachte, wir könnten jetzt bald gehen. Da! Diese Verzweiflung. Ich bimmel mal. Gib mir mal all die Herzen. Und dich. Ja, diesmal hat Babs mich echt sauer gemacht. Was soll das heißen? Die Bühne ist nicht geeignet. Die sieht doch so gut mal aus. Ich hätte eine Theorie. Achso, ist er. Um ihre beste Show hinzulegen, braucht Babs eine Art Plattform, auf der sie tanzen kann. Also eine Tanzfläche. Das sollte bei der Beinarbeit helfen. Ja, könntest du recht haben. Alles klar, Shinny. Du musst mir drei Tanzflächen erstellen und sie auf der Bühne in der Silberbar platzieren. Jetzt ist Alarmstufe rot. Lass alles stehen und liegen und mach das zu deiner Hauptpriorität. Das ist das letzte Stück des Tanzpuzzles. Okay, kriegen wir, glaube ich, hin. Ich hoffe, ich habe die Materialien dafür. Wahrscheinlich Holz oder so. Da sind sie. Jo, drei Stück kriegen wir doch locker hin. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die positionieren. Wahrscheinlich da, wo sie irgendwie optisch am meisten... Ach nee, da kommen wir wieder angezeigt, wohin. Okay. Ich hätte jetzt geguckt, wo es vielleicht am besten passt für mich. Aber wahrscheinlich so ähnlich gemacht. Nein, nicht da hoch. So, dann ist die Frage... So ist, glaube ich, falsch rum. So. Vorsichtig. So. Hey, ho. Jetzt, wo die Tanzflächen stehen, kann Babs auf der Bühne tanzen. Gut gemacht, Jenny. Was für ein Haufen Klotzkötze. Es weiß nichts. Nichts. Aber wirklich, ihr habt keine Ahnung, wie Frauenherzen aussehen, oder, Schätzchen? Wenn es nicht lernt, wird's Babs nie für es tanzen. Was das Mädchen braucht, ist etwas, das ihm zeigt, was für ein Superstar es für dich ist. Etwas Spektakuläres. Ihr Name aus Licht. Wenn wir die Wahl hätten, würden wir ein schönes helles Schild mit unserem Namen drauf wollen. Ordelias Leuchtschild. Aber es geht um Babs. Also würde man es wohl Babs Leuchtschild nennen. Du kannst sie nicht aus irgendwelchem Krempel machen, musst Zenithium benutzen. Sehr selten, sehr glitzerig. Wenn du sie so liebst, wie du sagst, ist nur das Beste gut genug. Du hast die Aber Chini, wir brauchen in die... Wir gehen in die Tunnel, oder? Und schauen uns mal nach dem Zenithium, das wir für Babs Leuchtschild brauchen. Die Klunkerbeutel, die in den Tunneln leben, sind Experten, wenn es um Wertsachen geht. Komische Beutel... Was? Beutelse. Liebensglitzerkrams. Vielleicht wissen sie ja, wo wir welche finden. Okay... Wir müssen ein Neon-Schild machen. Vorher gönne ich mir hier aber ein bisschen was. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Dann nehmen wir das und laufen zurück. Das schaffen wir heute noch. Hoffe ich. Aber dann präsentieren wir da ein schönes Neonschild, dann wird Babs für alle tanzen und dann gehe ich mal ganz stark davon aus, müssen wir noch eine Aufgabe machen. Eieiei. Muss ich das dann auch wieder erflöten? Oder ist die Flöte nur für Gold? Das ist eine gute Frage, ne? Hänge. Wir ignorieren den Pilz. Da ist das Klunkerbeutelchen. Hi.
Oh, wie schick eure hübschen Gesichterchen wieder zu sehen. Ich weiß doch, dass ihr nicht nur für mich altes Beutelchen bis nach ganz hier unten gekommen seid. Was wollt ihr also? Zenithium? Oha, du hast ein gutes Auge für schöne Sachen. Zum Glück für dich. Habe ich das auch. Leider habe ich überall nach dem Zeug gesucht, aber ich habe hier unten nirgendwo auch nur ein Krümmelchen gefunden. Nein, in der Nähe ist ganz und gar nichts. Aber ein kleines Fleckchen, an dem ich noch nicht war. Ein riesengroßer Fels in einem kleinen Tunnelchen östlich von hier. Warum wackelt ihr nicht mal hin und werft noch klein drauf. Glaubt aber nicht, dass ihr es gleich vor eure Näschen findet. Wenn da überhaupt etwas sein soll, ist es unter einem Haufen Gestein vergraben. Ihr werdet euch nie Fingerchen schmutzig machen und auskamen müssen. Angeblich reagiert Initium mit blauen Noten auf die Echoflöte. Aber das kleine Instrument ist seit Jahren verschollen. Hab ich doch schon. Okay, haben wir eine Markierung auf der Karte gekriegt? Ich hab nämlich vergessen, wo wir hin sollen. Der hat mich nämlich gacker gemacht. Wo müssen wir hin? Gefunden. Tunnel Osten. Im Tunnel im Osten. Ja, 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 alles gut. Ja, ja, mit Echoflöte. Ja, 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 ja. Tunnel im Osten. So, Norden, Osten. Also irgendwo in die Richtung. Gut. Ich hänge. Oder kommt man hier? Da ist ein Tunnel in den Osten direkt. Da sind noch Fackeln, die ich anmachen kann. Habe ich noch eine Fackel? Ja. Okay. Dann erkunden wir mal den Tunnel hier in den Osten und gucken, ob wir... ach, guck mal, hier geht's nicht weiter. Hallo? Da geht's weiter in den Tunnel. Ach, guck mal, da können wir eine Verbindung hier hin schaffen. Hier waren wir ja auch schon mal. Was ist, wenn ich hier mal flöte? Ist das da, wo wir hin sollen, oder ist da Gold? Ich buddel mich mal hier rein und wir gucken. Dann können wir einen Durchbruch machen darüber. Oder auch nicht. Doch. Da haben wir einen Durchbruch. Das ist auch so ein Gegnerstein, ne? Oh, was macht ihr denn mit mir? Ich flöte noch? Nein, ich wollte mal flöten. Okay, geflötet wurde trotzdem schon. Es geht in die Richtung. Aber so ein bisschen nach unten. Buddel mich mal. Oh, geht mir doch nicht alle auf den Keks hier. Buddel mich mal hier hin. Ja.
Oh Gott, wo kommst du denn jetzt her? Ich wollte doch nur hier bitte jetzt Dinge finden. Aha. Sieht aber gerade noch nichts danach aus. Ich flöte nochmal. Ob wir das noch in dieser Folge finden? Allzu lang würde ich die jetzt nicht mehr ziehen. Okay, wir müssen in die Richtung. Oh Mann. Wo ist es? Jetzt kommen wir da hinten ja gleich schon wieder raus. Oh, entschuldigt. Da lang. Aber mehr so unter uns, oder? Soll ich mal runterbuddeln? Ah! Das wird sein, oder? Oh Gott, ist das hart. Ja! Ja, Senizium. Cool, wir haben es. Was lernt Schönes? Babs Leuchtschild. Noch irgendwas? Nein, okay. Fantabulous. Du hast etwas Senizium gefunden. Ich kann mir kaum vorstellen, wie du das in die Finger bekommen hast. Du scheinst sehr darauf erpicht zu sein, es zu finden. Was hast du denn damit vor? Wie bitte? Was ist denn Babs Leuchtschild? Für Laien verständlich ausgedrückt. Nun, was auch immer das ist, es klingt absolut grandios. Hättest du etwas dagegen, wenn ich hochkomme und es mir anschaue? Keine Sorge, ich nehme auch keinem was weg. Ich bin übrigens Juwelian. Wackeln wir doch alle zurück zu dir, ja? Ich will all deine hübschen, glitzernden Sachen sehen. Okay, aber vorher müssen wir das hier einmal abbauen, was jetzt ein bisschen dauert. Das nehmen wir jetzt noch mit. Oh, hier ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie viel wir nämlich brauchen. Und bevor wir dann zurück in die City hüpfen, werden wir die Folge hier beenden. Oh Gott, ja, das ist jetzt hier ein bisschen Arbeit. Aber ich nehme mal so viel mit, wie ich kann. Eben aus dem Grund, dass ich nicht weiß, wie viel wir wirklich brauchen. Gib mir all das Silizium-Gedöns. Nehme ich die ganze Ader jetzt auseinander? Wäre nicht sinnvoll, ne? Was mit dem da oben? Aha. Ja, gib es mir, das schöne Glitzerzeugs. Okay, hier ist doch noch sehr viel mehr, als ich dachte. Sie hört überhaupt nicht mehr auf. Okay, ich wollte eigentlich die beiden da oben haben. Ich glaube, das sind nur noch hier die drei. Die kriegen wir jetzt noch hin. Und dann würde ich schon mal sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle, da ist noch eins, fürs Zusehen. Wir werden in der nächsten Folge dann das Schild basteln, Babs tanzen sehen und dann mal gucken, was die nächsten Aufgaben sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüsseli!